Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir auf jeden Fall mal eine Mission zeigen, die dir extrem viel Geld bringt und natürlich auch RP. Durch diese kannst du auf jeden Fall in circa 4 Minuten an 11.500 GTA 5 Online Dollar rankommen. Das klingt jetzt nicht viel, aber wenn du das mal hochrechnest, kommt da ein schon ganz anschaulicher Betrag bei rum. Aber bevor es jetzt losgeht, würde ich mich an der ganzen Stelle mal bitte richtig freuen, wenn euch dieses gefällt, dass ihr das dann nochmal liked oder das mit einem Abo zeigen würdet. Und wenn ihr richtig krass drauf seid, dann teilt ihr das Video auch noch. Wir sind nämlich gerade auf dem besten Weg, bald die 10.000 Abos zu knacken. Das ist so unnormal, unvorstellbar. Einfach, ich hätte am Anfang von YouTube, beziehungsweise als ich mit YouTube angefangen habe, niemals dran gedacht. Das ist wirklich so krass. Und es wäre auf jeden Fall ziemlich krass, wenn wir das Ganze noch bis zum März schaffen würden. Außerdem wurde ich oft gebeten, mal meine Livestreams anzukündigen. Also morgen Abend, wann genau, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich so um 20 Uhr werde ich auf jeden Fall zusammen mit Blackfire Studios einen Livestream machen. Nun könnt ihr oben rechts mal abstimmen, was wir dort machen sollen. Klickt einfach mal oben rechts drauf. Sollen wir Gegnermodis spielen? Sollen wir einen normalen Tag machen? Sollen wir einfach mal eine Rallye machen? Keine Ahnung, ich lasse mir ein paar Sachen einfallen, die ihr dann abstimmen könnt. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich krass. Übrigens, das kann jeder mitzocken. Kommt dazu einfach auf mein Teamspeak. Die IP ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Aber jetzt haben wir wirklich mal genug gelabert. Fangen wir endlich mal an mit dem eigentlichen Video. Und zwar handelt es sich bei der Mission, die ich euch heute zeigen möchte, mal wieder um eine Kontaktmission. Aber was spricht denn für sie? Erstens, sie bringt auf jeden Fall auf die kurze Zeit gesehen, die sie dauert, extrem viel Geld und RP. Zweitens, sie geht extrem schnell. Drittens, sie ist extrem einfach. Und viertens, ihr braucht keine anderen Spieler, um diese Mission schnell und einfach zu meistern. Gegen diese Mission allerdings spricht, dass sie erst ab Level 81 selber hostbar ist. Vorher müsst ihr zu dieser Mission von Freunden eingeladen werden. Zweitens, sie ist auf Dauer ziemlich langweilig, da ihr jetzt nichts irgendwie Spektakuläres machen müsst. Und drittens, ihr werdet für die schnelle Durchführung dieser Mission eine Savage, Hydra oder sonst einen Kampfheli gebrauchen. Es geht auch ohne, aber dann dauert es auf jeden Fall länger, dann solltet ihr auf jeden Fall Haftbomben besitzen. Aber jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Ihr startet diese Mission mit dem Namen Alles Müll über das Startmenü. Dort geht ihr dann einfach auf Online, Jobs, von Rockstar erstellt, Missionen und dann auf Alles Müll. Im Menü stellt ihr nun die Mission auf Schwer, um das Maximum an Geld rauszuholen. Jetzt startet ihr die Mission alleine oder mit Freunden, das liegt ganz in eurer Hand. Kleiner Tipp: Wenn ihr die Mission aus einer privaten Lobby hostet, kommt ihr immer alleine in den Job. Also wenn ihr alleine diese Mission machen möchtet, weil ihr keine Lust auf andere Spieler habt oder selber der Host sein möchtet, könnt ihr ganz gechillt und ganz einfach das Ganze aus einer privaten Lobby hinaus machen und dann geht das Ganze. Wenn ihr nun gespawnt seid, bestellt ihr euch ganz einfach eine Hydra, eine Valkyrie oder was auch immer. Nun könnt ihr ganz einfach mit den Lenkraketen die 4 Müllautos abschießen. Das sollte auf jeden Fall schnell gehen. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall nur noch Richtung Osten der Map fliegen müssen und dort einige paar Typen killen, denn nur noch dort sind 2 Müllwagen zu zerstören. Das ist nicht ganz einfach, da die Wagen unter so einem Dach stehen, also ihr müsst da ziemlich tief fliegen und dann würde ich erstmal ein paar Typen killen, damit die euch dann nicht direkt erschießen. Ihr konntet auch im Video sehen, es ist nicht ganz einfach und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass die überhaupt da unten sind, aber dann irgendwann war es auch machbar. Nun müsst ihr nur noch den Oberboss mit einer Rakete killen und schon ist die Mission fertig. Für diesen kleinen Aufwand von knapp 3 bis 4 Minuten bekommt ihr jetzt einfach mal 11.500 GTA 5 Online Dollar und knapp 3.000 RP. Ich denke auf jeden Fall, dass sich diese Mission auf die Zeit gerechnet extrem lohnt und ihr dadurch auf jeden Fall schnell leveln und Geld machen könnt. Ich denke auf jeden Fall, es gibt auch noch andere Methoden in GTA, wie zum Beispiel Heists oder die Zeitrennen und so weiter, wie ihr schnell legal Geld machen könnt. Allerdings sind auch diese immer langweilig, beziehungsweise Zeitrennen könnt ihr ja nur einmal machen, um so viel Geld zu bekommen. Und Heists gehen auf Dauer einem wirklich auf die Nerven. Darum zeige ich euch einfach mal Missionen, die oft sogar schneller gehen und auf die Zeit gerechnet manchmal sogar mehr Geld bringen. Ich zeige euch also somit einfach irgendwelche Alternativen, welche ihr wirklich gerne mal abchecken könnt. Wie findet ihr diese Methode? Ab damit in den Kommis. Habt ihr andere Ideen, wie man schnell an Geld kommt? Auch damit in die Kommis. An der Stelle würde ich mich auf jeden Fall nochmal über ein Like und ein Abo freuen. Teilt das Video nochmal, um mich bzw. unsere gesamte Community einfach mal zu unterstützen. Auf den letzten Videos seid ihr richtig eskaliert. Ich glaube, die letzten Videos hatten alle über 100 Likes. Wäre auch krass, wenn wir es hier schaffen würden. Checkt auf jeden Fall nochmal die letzten Videos von mir ab. Dort habe ich ein paar Glitches gezeigt, über das nächste GTA Online Update geredet und euch das Zeitrennen dieser Woche vorgestellt mit der besten Route. An der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz Werbung für meinen TeamSpeak-Server machen. Also wenn ihr Bock habt und mal mit anderen GTA 5 Online auf dem PC
PC zocken wollt, eventuell auch mit mir, könnt ihr einfach mal auf diesen kommen. Die IP ist auf jeden Fall zockzorn.teamspeak.de, steht aber auch nochmal in der Videobeschreibung drinnen. Also ihr könnt da ganz gerne mal unserer Community auch auf diesem Server beitreten. Außerdem könnt ihr mich sehr, sehr gerne auf Snapchat adden, um mal hinter die Kulissen von meinem Kanal zu gucken. Das gleiche gilt natürlich auch für Facebook. Über diese Social-Media-Sachen könnt ihr auf jeden Fall mal noch sehen, wann werde ich das nächste Video hochladen. Also ich poste eigentlich immer, wenn ich den Text fertig habe, wenn ich es fertig geschnitten habe und so weiter. Und dann seht ihr meistens auch schon, was das nächste Video sein wird. Falls andere Freunde von euch mich auch abonniert habt, könnt ihr da auf jeden Fall mal klug scheißen und sozusagen vorher schon erraten, was das nächste Video sein wird. Ich packe jetzt euch auf jeden Fall das ganze Gameplay nochmal uncut hinten dran, und bevor es jetzt wieder welche schreiben, das machst du nur, um auf 10 Minuten zu kommen, da sage ich direkt, ja natürlich, das stimmt, na klar mache ich das, aber nicht wegen doppelt Werbung schalten und somit mehr Geld verdienen, sondern ganz einfach, dass ein Video, was 10 Minuten geht, viel besser platziert wird als ein kürzeres. Gebt mal irgendeinen Begriff bei YouTube ein und ich werde mit euch die längeren Videos, natürlich abgesehen davon, dass sie von größeren YouTubern sind, aber an sich bei ungefähr gleich großen YouTubern werden die ungefähr, beziehungsweise werden die längeren Videos meistens besser eingerankt. Darum ist es auf jeden Fall so. Ich zwinge euch natürlich nicht, das Video fertig zu schauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt euch einfach nochmal ein, zwei Mal Werbung. Ich glaube, inzwischen war sogar der Abspanntext, der jetzt am Ende hier des Gerede, länger als das eigentliche Video. Jetzt bin ich aber wirklich mal raus. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag legal. Und für alle, die es nicht wissen, ich sage an jedem Ende von einem Video Hashtag irgendwas, heute mal Hashtag legal. Und das könnt ihr mir dann einfach mal in die Kommis schreiben, damit ich mal weiß, wer wie lange ungefähr guckt. Ich glaube jetzt nicht, dass bis jetzt hier jemand hingeschaut hat, also umso wichtiger ist es, dass, wenn ihr bisher geguckt habt, einfach mal Hashtag legal in die Kommis spammt. Nun bin ich aber jetzt wirklich mal raus. Ciao, haut rein. Peace. Run now, red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash L's, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bush at Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. I know your life.